Also das kalte Herz ist ja kein altes Märchen, sondern das ist ein Kunstmärchen. Also das ist ein Märchen, das dieser sehr sensible, junge Autor zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, um eben Veränderungen im Schwarzwald unter dem Einfluss des Kapitalismus, der Geldwirtschaft, auch des Fernhandels. Also der Teufel ist ja der Holländer Michel, der also sozusagen durch den Holzhandel reich geworden in den Schwarzwald zurückkehrt und dort so bestimmte Auswüchse der Geldwirtschaft einführt. Also zum Beispiel Geldverleih, Leute dann durch Wucherzinsen arm machen, von Haus und Hof jagen, Spielsucht ist auch schon beschrieben. Und mittendrin dieser junge Köhlerssohn, der halt gerne da überall mithalten will, der von diesem Glanz geblendet wird und dann am Ende bereit ist, sozusagen seine ganzen Emotionen zu opfern. Ja, die größte Gefahr, das ist ja auch statistisch gut dokumentiert, für die moderne Psyche ist die Depression. Also ein Gefühl innerer Leere, Sinnlosigkeit und verbunden eben auch mit Inaktivität und oft auch mit Selbstmordfantasien. Und ich denke, also und es ist also die fast schon die häufigste Krankheit und man rechnet damit, dass sie in so 20, 30 Jahren auch die häufigste Todesursache sein wird. Das Wort in der Berufswelt für diesen Zustand ist ja Burnout, also sie sind ausgebrannt und ich denke, dieses Ausbrennen kommt eben auch von einem Ungleichgewicht zwischen eigenem Leistungseinsatz und dem, was dann sozusagen an Bestätigung zurückkommt. Und natürlich hat sowohl das Geld für die meisten Arbeitnehmer irgendwelche Grenzen, sie kriegen dann keine Gehaltserhöhung mehr, die soziale Bestätigung hat Grenzen, die Institutionen sind sehr viel treuloser geworden in dem Sinn, dass halt wenn jemand 10 Jahre irgendwo verdienstvoll gearbeitet hat und es wird was umorganisiert, dass diese 10 Jahre überhaupt nicht zählen. Also ich glaube, in der Bevölkerung nimmt die Angst zu. Also die Angst, dass man in dieser immer anspruchsvolleren Arbeitswelt nicht mithalten kann und dass man dann eben von dieser Arbeitswelt auch gnadenlos fallen gelassen wird. Und da denke ich, ist es Zeit, dass man aufwacht und da in eine andere Richtung geht.